Das folgende Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren möglicherweise nicht geeignet. Jo, servus und hallo zurück zu einer weiteren Folge Metals und Dungeons & Redux. Wir sind in der letzten Runde durch die Bibliothek und nach Sparta gefahren und werden uns jetzt da einfach mal in Sparta ein bisschen umschauen und schauen, was es da so gibt. Ich hoffe, dass wir uns bald einmal so in Richtung D6 aufmachen, weil was ich mir erinnern kann, war das ziemlich geil. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Was ist das? Also hoppla. Nimm, was immer du brauchst, ist halt auch geil. Was sind das für geile Waffen? Oha. Man kann echt einkaufen. Zeug wie dieses findest du in der Metro nicht. Modernste Militärausrüstung. Oha. Eine Schratflinte. Schauen wir es uns von Anfang an durch. Ganz normales Revolver, kennen wir ja. A Kalasch 2012. Sehr, sehr geil. Fahrradteile und Metallrohre, versteht das Ding. Ah, sieht man da an der Klingel und dem Sattel. Seine Revolver-Schrotflinte. Irgendwie saugeil. Kugeln. Ah, okay, anscheinend müssen wir da wieder einen Akku laden. Da bin ich wieder eher netzer dafür. Und das ist ein sehr interessantes MG. Fällt mir aber nicht, aber das Ding. Also wir könnten. In Blut nicht zu bezahlen. Das kann ich den ersetzen. Und dann anpassen, weil wir haben ja eh genug. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir wieder die IR-Zieloptik nehmen sollen. Die ist halt gut in dunklen Räumen. Ich weiß halt, inwiefern wir noch früh ins Dunkle kommen. Ich nehme es aber mit, weil wir können es uns anscheinend frei aussuchen. Schalldämpfer natürlich und Laser auch. Ich hoffe, dass wir die Munition dafür haben. Also hoppla, sollte natürlich nicht. Okay, dann schauen wir weiter, wie man da geworfen. Vielleicht können wir die Runde sogar noch einsetzen, die Folge. Das wäre schon ziemlich nice. Hallo Artyom. Ja, hallo. Gehen wir da mal hoch. Was sehen wir da oben von uns wartet. Aha. Wir hätten da anscheinend einfach hochschauen können. Wer ist er? Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Okay. Bereit? Nein, ich bin ja nicht bereit. Wer ist das? Hey, ist es nicht Khan? Hallo Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Eine hübsche Basis, die Ranger sich geschaffen haben. Der geht uns sogar noch. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du siehst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt. Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Also ich hoffe echt, dass der Typ lang überlebt und dass der das Ganze überlebt, weil der ist echt ziemlich cool. Also eben kann sehr, sehr gern. Und jetzt können wir uns da, glaube ich, bereitstellen. Bereit? Jo. Wie sieht es aus? Ullmann, ist what the fuck? Das Brennholz ist fertig. Auf einmal sind alle da. Wladimir, die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Okay, dann müssen wir anscheinend wieder aufwählen, das coole Auto-Ding. Wie in der letzten Folge schon andeutet, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Akzent-Ding haltet, was ich in der letzten Folge angesprochen habe. Also, ob ich meinen Akzent versuchen soll zu unterdrücken oder ob ich es einfach lassen soll. Wie schon gesagt, es kann dann halt sein, dass ich das Ganze ein bisschen unecht und gestellt anhört. So wie halt bei den meisten österreichischen YouTubern. Da ist sicher irgendwas. Na, okay.
Ich würde mal gerne meine neue Waffe ausprobieren. Würde mich echt interessieren. Oha. Okay. Dann auf nach D6. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Gievskaya. Also, das versuchen wir. Ich glaube, das ist der Flammenwerfer. Gievskaya. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch interessant sein. What the fuck, was war das? Vermutlich uns. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Oha, okay. Was auch immer das war. Sehr interessant. Sorry, aber ich bin gerade ziemlich geflasht von dem Moment, deswegen bin ich so ruhig. Was ist das? Ah, okay. Das ist wieder ein Schwarzer, das war's. Артём! Артём! Okay. Komische Zwischensequenzen, an die ich mich nicht mehr wirklich erinnern kann. Er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artём, bist du okay? Kannst du aufstehen? Artём, was war das? Wir kommen an! Hier ist eine Luftschleuse! Wie ja immer das so funktioniert, dass die von mir so Begriff Besitz ergreifen können. Komisch eigentlich. Schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Ja, nice. Scheiße. Flammenwerfer. Ja. Okay. Okay. Vladimir, such das erste Dia. Ulmer, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schuhe. Oh, das Ding ist nice. Da draußen ist was. Etwas nähert sich. Das ist wirklich ein sehr geiles Ding. Dinosaurus! Feuer! Ah, okay, anscheinend nicht zu viel Feuer. Aber doch ein bisschen Feuer. Ey, wegen mir da unser Ding anzünden. Aber irgendwas sagt mir. Dass das nicht so gut ist. Was da gerade passiert. Ja. Okay, ich hab keine Ahnung, wie das. Schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte. Wie ich das aufladen kann. Legen wir die Schalter rum. Da draußen ist was. So verbrauch ich es wieder nur. Etwas nähert sich. Aber wie lade ich das auf? Ignorieren. Ja, so bestimmt nicht. Dinosaurus! Feuer! Ja,
Ich versuche jetzt so sparsam wie möglich die Passage da zu machen. Ich weiß nämlich nicht, wie das so ausschaut. Mit dem, wie viel Feuer wir halt da haben, wie viel Gas in der Ding drinnen ist. Weil wenn es zu wenig ist, dann haben wir wieder Probleme, wie wir gerade vorher gesehen haben. Und es neigt sich wieder langsam dem Ende. Okay, ich muss jetzt anscheinend mit normalen Waffen weiterspielen. Und hoffen, dass sie das irgendwie ausgeht. Okay. Er kommt näher. Oh fuck. Scheiße, Agnen verfehlt. Beeilung! Die Anomalie ist jetzt echt neu! Verdammt! Oh Gott, wir haben die Waffen aufgelegt. Endlich! Das Tor ist auf! Na. Ah, shit. Achso. Ich will die Waffen wieder zurückhaben. Ich brauch den Flammenwerfer nicht. Ganz im Gegenteil, sogar, ich finde den Flammenwerfer sogar gar nicht so cool. Weil wenn sie den nämlich so leicht verbrauchen kann, ist das... Ist das irgendwie nicht so angenehm. Ich hoffe, ich kann das austauschen. Wäre sonst echt schade. Jupp, kann ich. Passt. Richtig geiles Ding. Okay. Reißen wir uns zusammen. Vor uns liegt noch ein langer Weg. Jo. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Was Scheiße. Ist das? Ist das hier dunkel? Na dann mal los. Neuer Eintrag. Also ich hoffe, ich erwische die meisten Einträge. Ich meine, alle wird sie nicht ausgehen. Aber ich hoffe, es sind Fülle. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse angeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Was ja eh nicht so okay, schlecht wir ist. Sind durch. Machen wir das hier schnell. Ulman, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Gut, anscheinend ist es da sehr, sehr dunkel. Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Also war das Scope doch kein so schlecht. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wetter auf mich in der Geschichte. Ich denke mal so oft, warum sind da eigentlich überall Leichen? Weil hat das schon einmal wer probiert da, was wir probieren, oder? Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Wow. Ulman, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Er ist Jesus. Ja, mein Feldherr. Wie Sie sagen, mein General. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Wow. Okay, das war irgendwie klar. Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Okay, also müssen wir sicher da entlang. Ja, das war irgendwie klar. Hm. Dann suchen wir mal die Schalter. Oder den Generator. Na, schau. Es wäre wieder zu einfach gewesen. Ja, aber das funktioniert ja nicht. Kann ich da vielleicht, wenn ich eh halt? Na, okay, ich meine, vielleicht kann ich da meinen Stecker anstecken. Aber es sagt mir, dass ich den Schalter umlegen soll. Öffnen Sie das Tor. Er ist ja ganz einfach gesagt, aber
Bin ich schon wieder so grenzdebil, dass ich das, dass ich da irgendwas übersehe? Kann ich das da irgendwie anhängen? Weil wenn ich da, ich mach's noch einmal. Das funktioniert nicht. Hat er mir irgendeinen Tipp gegeben, den ich übersehen habe? Und wieso ist das da? Die Bären sind irgendwie so unheimlich. Die gibt's nämlich auch in Fallout. Da irgendwas? Nein. Da geht's. Ich hab ja gesagt, irgendwo hat das angesteckt. Jetzt müsste der Schalter da funktionieren. Jo. Gut gemacht, Artyom. Du hast dir einen Orden verdient. Sorry für alle, die gewusst haben, wie es gegangen ist. Ich gehe nicht. Es ist zu dunkel und unheimlich, der Dreh. Das ist ja sehr verdächtig. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Ah. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Ja, hoffentlich ist es keines. Muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat? Das war wieder so klar. Hauptsache, er steht schon wieder genau neben mir in dem Moment. Angriff ist die beste Verteidigung. Vladimir. Achso, hoppla. Und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Okay. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Also noch was, wenn ihr... Ich wünschte, sie würden diese albernen Witze sein lassen. Wenn ihr für mich irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wie man jetzt Blaze noch besser machen kann, vor allem für euch, also so, dass sie interessanter zum Anschauen sind, also keine Ahnung, dann schreibt es mir die bitte in die Kommentare. Für sowas bin ich nämlich immer zum haben, weil ich will mich ja verbessern, das ist ja für jeden gut, wenn ich mich verbessere. Also für die mir zuschauen und für mich selber. Wie wäre es damit, Oberst? Das ist der genau gleiche Raum wie vorher. Rechts! Okay. Aber irgendwie, mir kommt es so vor, als würden die Dinger erst einfacher sterben. Ist halt jetzt irgendwie nur so ein Gefühl, aber... Ich glaube, die sterben um einiges einfacher. Also einfacher. Ich muss einfach alles immer verschreien. Ich bin mir schon wieder irgendwie verschrien, dass das so einfach geht. Das wäre ja wirklich zu schön gewesen. Okay, was war das? Sauber, Oberst! Da ist schon wieder sowas. Wir werden es schaffen. Was ist das? Nichts Gutes auf jeden Fall. Oh. Nachladen. Weil keine Ahnung, ob ihr das gewusst habt, aber Munition ist nicht schlecht. Also wenn die Waffe mal geladen ist, dann macht sie mehr Schaden. Ist meistens so. Und mein Aim ist halt da wieder on point. Also so Verbesserungsvorschläge wie red mehr, red weniger, nicht im Akzent oder
Schaut mal, was wollt ihr mehr von meinem Leben wissen oder soll ich mich nur aufs Spiel konzentrieren? Wie ihr wollt. Oha. Wie ihr das wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Warum lacht er? Boris, mein Freund, warum? Hat er sich selber umgebracht? Oh, die Blutleiche. Stepan, es reicht. Du kannst ihm nicht helfen. Stepan, gehen wir. Diese Bastarde. Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Oh, schade. Andererseits gottverdammten Bestien. Ist das Problem, dass wir jetzt einer weniger sind. Okay, vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Gebt mir ein paar Minuten. Okay, los. Das ist schon wieder sehr hell da alles. Weil für das, dass wir das grob haben. Mehr. Aber schaut mal das Licht wieder ein, sonst sehen wir nichts. Schau, dass man den nicht looten kann, der hat sicher ein paar coole Sachen dabei. Offen! Yay! Gasmasken auf! Anscheinend zählt die Gasmaske auch nur, wenn wir in einen Raum gehen, in dem wir die Gasmaske brauchen. Sieht man an der Armbanduhr, die wir da auf der Hand haben. Davor brauchen sie unsere Filter. Ullmann, überprüfen Sie den Teich! Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Na naja, wie schon früher schon einmal gesagt, das Wichtigste für einen YouTuber sollte immer die Community sein. Dementsprechend will ich auch so viel Kontakt wie möglich zu meiner Community haben und denen auch die Möglichkeit geben, mich halt zu verbessern. Das schaue ich mir mal an. Vorsicht, Männer! Vorsicht! Würde ja jedem was bringen von uns, wie schon gesagt. Ist ja nicht so, als hätte nur ich was davon. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Das ist ja gut. Aus. Wir müssen leise sein und sie sind da. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass die, wenn man sie trifft, so komisch wegschrecken, ist es ja gar nicht so einfach, die zu treffen. Jetzt geht's. Nicht mehr, es war so klar. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das sind ziemlich intense Momente. Was ist denn das schon wieder für ein Viech? Schnell zum Ausgang! Scheiße! Feuerblut! Oha, da schießt irgendwer mit dem Elektro. Oh, springt. Das Beste, was man tun kann, ist einfach immer laufen, dann irgendwann einfach umdrehen. Und draufschießen. Wow. Oder einfach einsprayen, das geht natürlich auch. Verbraucht halt unheimlich viel Munition, wenn man einfach nur eine schießt. Okay. Und schauen wir mal, dass wir da rauskommen, ne? Wie er schon sagt.
Sind wir da? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. So viel zum Thema langer Weg. Schauen wir das Licht einmal aus. Abgeschlossen. Ich bin nicht überrascht. Ja. Stimmt eigentlich. Was ist denn damit? Sieht wie eine verdammte bombensichere Tür aus. Na dann mal los. Hab ich. Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Hey, ich komm da nicht hin. Ah doch, ich komm hin. Alles klar. Wir hätten jetzt voll die Tür auf und wir sind alleine oder irgendwie sowas. Das wäre jetzt irgendwie so ein... Ja, das wäre so ein typisches Gaming-Ding. Bist du in Ordnung, Artyom? Gut, wir versuchen zu dir zu kommen. Ja. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Wow. Viel Glück. Okay. Ah, das sind die Dinger, die kein Licht vertragen, genau. Ja, und mehr von den Gegnern und was da passiert und was die Gegner so machen, seht ihr in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt so da und schaut euch das Play fertig an. Wie schon gesagt, am Ende gibt es eine kleine Überraschung. Viele können sich wahrscheinlich eh schon denken, um was es geht. Aber ja, wie schon gesagt, es wird sich auf jeden Fall lohnen, das fertig zu schauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da. Ihr könnt mir gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und in dem Sinne würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!